herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet mit mir, dem Underwater Frank. Ja, ich wollte euch heute mal zeigen, wie man eigentlich recht schnell die einzigartige Bachforelle in Michigan fängt. Ihr seht hier schon, mit dem 9 Meter 4.0 Lemon Crankbait geht das ganz gut. Ich zeige euch mal meine Ausrüstung. Also ich habe jetzt mitgenommen, weil ihr halt recht weit werfen müsst. Die Tora 290, die Hornets Form 6000, 23er Braid und den Crankbait 9 Meter 4.0. Es geht aber auch der 5 Meter 3.0 Crankbait, der Langustenfarbene. Der geht auch, ist auch schon bestätigt. Aber erstmal wollte ich euch das mit dem 9 Meter 4.0 zeigen. Gut, ja, dann würde ich sagen, legen wir auch mal los. Ganz wichtig ist halt die Uhrzeit von 5 bis 8 bei Sonne. Andere Zeiten haben bei mir nicht so funktioniert. Und ganz wichtig dann, ihr geht an das sandige Kap. Geht ihr hier rein und dann dreht ihr euch ein bisschen nach rechts und dann seht ihr hier drüben ein Boot und eine Boje. Und wir können jetzt quasi von dem Boot bis zur Boje können wir das quasi abfischen. So, und dann werfen wir mal aus, dann seht ihr gleich, wie weit ich komme. Ich nehme mal mit der Bremse nochmal sicherheitshalber einen runter. Wichtig ist, dass ihr schnell auf Tiefe kommt. Deswegen 2er oder 3er Geschwindigkeit, bis er dann unten angekommen ist. Und dann mit einer Geschwindigkeit einfach durchziehen. Ne? Also ganz easy going. Wie gesagt, am Anfang muss er halt schnell in die Tiefe und dann einfach durchziehen. Und er kann halt auch beißen bei 47, 48 Meter. Ich hatte aber auch schon so bei 35 oder 34 Meter schon Bisse. Ja, und dann angelt man hier quasi ein bisschen durch. Und probiert ein bisschen. Wie gesagt, Sonne 5 bis 8. Und der Langustenfarbene geht auch. Also der 42 Gramm Medium Spoon der Lemon, der hat bei mir nicht so funktioniert. Den muss man ja quasi damit anheben und fallen lassen oder mit Stops arbeiten. Und weil das ja kein schwimmender Köder ist, sondern ein sinkender Köder. Deswegen angle ich hier ganz gerne mit dem Crankbait und hatte bisher auch ganz gute Erfolge. Ja. Und dann probieren wir einfach mal. Hier am Ende, also mitschwimmen habe ich bisher noch keinen gehabt, dass hier einer mal mitgeschwommen ist. Meist beißen die dann alle da hinten. So, wieder rauswerfen. Man kann auch mit Zweier Geschwindigkeit den runterziehen, das geht eigentlich auch ganz gut. Seht ihr, jetzt ist er bei 56 Meter schon unten oder bei der richtigen Tiefe angekommen. Ja, und dann gucken wir einfach mal. Also die Tora, die schafft das auch ganz gut mit der einzigartigen Bachforelle. Wichtig ist halt, dass man so weit rauskommt. Aber wie gesagt, so über 50 Meter müsst ihr auf jeden Fall, weil ja, die Bisse dann halt doch schon bei 47 Meter sein können. Und bis ihr dann erstmal unten seid, dann seid ihr ja schon bei, keine Ahnung, 46 Meter oder so. Und wenn ihr dann reinkurbelt, dann ist meist der Biss dann schon sozusagen weg. Oder halt, ja, schon überzogen, sag ich mal. Klar, schwimmen die auch ein bisschen nach. Also mit der Barschroute könnt ihr das auch probieren, kommt ihr aber dann nicht so weit. Da bin ich bei 48 Meter, dann war da auch Schluss mit dem Crankbait hier. Können wir eigentlich auch wieder reinholen hier. Ich würde sonst sagen, ich schneide das dann wieder zusammen und mache dann hier erstmal so den Break. Und dann sehen wir uns, wenn ich den einzigartigen am Haken habe. Haben wir schon wieder einen dran, ne? Mal gucken. Bremse geht auf jeden Fall gut hoch. Geht auch nicht wirklich. Doch, jetzt geht es auch runter, alles klar. Ne, das ist dann kein einzigartiger. Also meist nicht, weil wenn das so doll die Spannung nachlässt, entweder ja, ein Trophy oder normaler. Da kommt er auch schon. Aber sieht schon recht groß aus. Mal gucken. Ne, ist eine normale Bachforelle. Nicht mal ein Trophy.
Aber da geht die Spannung auch schon wieder doll runter. Also, entweder ist das vielleicht ein Smallmouth-Barsch oder ein kleiner. Ne, es ist auch wieder, auch wieder eine Forelle, aber keine mega schwere. Ah, doch, ein Trophy. Na gut, immerhin schon mal Trophy. Also, ich glaube, ab 4,5 Kilo, also 4,6 ist dann, glaube ich, schon unique. Soweit ich das jetzt hier weiß. Oh, da haben wir wieder einen. Ah, Bremse schlägt am Anfang gut hoch, aber geht dann auch wieder stark runter. Also da. Ah, jetzt geht es nochmal hoch, aber. Ne, denke ich mal kein Unique. Aber lass uns überraschen, was es denn wieder ist. Ne, kleinerer, glaube ich. Ah, 4 Kilo, na doch, war doch schon wieder gut. Okay. Ja, ich werfe immer so ein bisschen an das Boot ran, weil ich da sehr so meisten Erfolge habe. Aber man kann halt, wie gesagt, die ganze Breite da abfischen, vom Boot bis zur Boje. Oh, hat es kurz geruckelt. Meist ist das ja immer so ein Zeichen. Oh. Ah, aber er lässt auch wieder stark nach. Wenn das immer so hoch und runter geht, ist eigentlich. Ja. Aber ihr seht schon, das geht hier ganz gut. Ja, auch nochmal vielen Dank an den BAT Paul aus F, der mir hier auch die Tipps gegeben hat. Der hat jetzt hier wirklich Ewigkeiten ausprobiert. Hat auch teilweise noch bei YouTube durchgeforscht, die ganzen Videos. Und ja, und dann ja, kam er jetzt halt da drauf mit dem 9 Meter 4.0 Crankbait. Und ja, wie gesagt, das funktioniert super. Oh, da hat er einen 6,9er rausgeholt. GZ, Paul. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass er mir auch die Tipps gegeben hat und wollte mich dann auf diesem Wege auf jeden Fall erkenntlich zeigen, dass ich das nicht für selbstverständlich sehe. Jemand, ja, Tipps einfach so verrät. Ich glaube, der sieht ein bisschen größer aus. Gucken wir mal. Nee, nee, nee. Okay. Wieder nur mehr Schein als Sein. Oh, da haben wir wieder einen Biss. Hoffentlich bleibt die Schnurspannung jetzt mal oben. Nicht wieder hier tausendmal runtergehen. Oh, das sieht aber. Das sieht nach einem einzigartigen aus. Oha. Oha. Der schwimmt raus. Das könnte recht schwerer sein. Mal gucken. So einen habe ich bisher noch nicht dran gehabt. Also so einen, der nochmal gleich nochmal 10 Meter rausschwimmt. Also. Was? Das ist auf jeden Fall was Großes. So, wichtig, naja, wieder auf die Schnurspannung aufpassen, wenn er dichter kommt. Dann auch gleich Richtungswechsel machen hier. Oha, der kommt. 20 Meter noch. Ah, das ist ein großer. Das ist ein großer. Sieht man auch schon im Wasser. Sieht schon recht groß aus. Jetzt wirklich auf die Schnurspannung aufpassen.
So, da haben wir ihn. Mal gucken. Oh, 5,1. 5,1. 1000 Erfahrungen sogar und 500, ja, durch das Premium. Ja, dann würde ich sagen, ja, wir gucken gleich nochmal, wie viel Geld er gebracht hat. Mal hier alles mal ausblenden. Mal einen Screenshot machen. So, gut, dann behalten wir den mal. So, das war jetzt um, wie spät ist es jetzt? 7:13 Uhr. Also habe ich jetzt quasi einmal einen einzigartigen, ja, morgens gefangen, also kurz nach 5 und jetzt einmal kurz nach 7. Hier steht es ja auch früher morgen. Ja, beide bringen 10 Gold, waren auch beide ungefähr gleich schwer. Seht ihr auch die Erfahrung. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mithelfen und nochmal vielen Dank an den Paul, der mir da die Tipps gegeben hat. Und ja, wie gesagt, mit dem Crankbait, mit der Languste, mit den 5,30 Meter soll es auch gehen. Könnt ihr ja mal probieren, was bei euch besser funktioniert, ob mit dem 9,40 Meter Crankbait, mit den Lemmen oder dem Languste. Gut, ja, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Achso, und Donnerstag, also am 11. August, kommt ja dann der große Patch. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ja, und dann lass uns mal überraschen, was der Patch noch alles so mit sich bringt. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank. Tschüss.